Ihr Essay trägt den Titel Das Samariterprinzip. Wofür argumentieren Sie in dem Text? In dem Essay, den ich geschrieben habe, geht es um die politische Legitimität der Corona-Einschränkungen, die jetzt während der Pandemie von der Bundesregierung beschlossen wurden. Und meine Frage ist so ein bisschen, wie kann man die rechtfertigen, wenn man gleichzeitig den Wert der Freiheit ernst nimmt? Und Anlass für diese Überlegungen waren die Corona-Demos, die sogenannten Hygienedemos oder Querdenker-Demos, die ja damals im Frühjahr anfingen, dann über den Sommer über auch stärker besucht wurden und die jetzt ja auch immer noch weitergehen. Zumindest einige von denjenigen, die da mitgelaufen sind, haben eben so ein bisschen die Sorge ausgedrückt, dass der Wert der Freiheit untergeht, wenn wir sozusagen nur noch darüber nachdenken, wie wir jetzt die Gesundheit von allen schützen könnten. Und das finde ich eigentlich eine intuitive Sache oder einen intuitiven Gedanken. Aber gleichzeitig scheint es irgendwie auch wichtig zu sein, andere Leute zu schützen. Und deswegen habe ich jetzt versucht zu verstehen, kann man irgendwie den Wert der Freiheit ernst nehmen und gleichzeitig aber diese Corona-Maßnahmen irgendwie rechtfertigbar finden. Und was ich vorschlage, es nennt sich ein Samariterprinzip und die Idee ist, dass der Staat sozusagen als Samariter agiert, indem er die Handlung von uns allen koordiniert, indem er Regeln erlässt und dadurch eben uns alle vor großer Not schützt. Sie wenden sich gegen die Auffassung, dass staatliche Eingriffe nur dann zulässig sind, wenn die Mehrheit der Betroffenen zustimmt. Was ist an diesem Prinzip falsch? Also dieses sogenannte Zustimmungsprinzip ist eigentlich, finde ich, ein total elegantes Prinzip der politischen Legitimität, weil es eben den Wert der Autonomie des Einzelnen total ernst nimmt. Weil es geht eben darum, dass die Person der Herrschaft, der sie dann unterworfen ist, auch zustimmen muss. Und dass, wenn sie das aus freien Stücken annimmt, dass das eben dann auch legitim ist. Wie gesagt, ich finde es sehr elegant, aber es ist im Endeffekt nicht überzeugend und ich glaube aus drei Gründen. Also der erste Grund ist, dass man, wenn man jetzt das sozusagen den Wert, der hinter diesem Zustimmungsprinzip, den Voluntarismus ernst nimmt, dass man dann in eine rekursive Schleife kommt. Weil das, was man zur Zustimmung abstellt, also das, was man fragt, ob das in Ordnung ist oder nicht, ist ja selber was man sozusagen erstmal politisch festsetzen muss. Ja? Und das heißt, man kommt dann sozusagen immer weiter, dass das, was zur Abstimmung gestellt werden muss, muss eben auch erstmal zur Abstimmung gestellt werden. Und selbst wenn man jetzt Prozeduren hat oder Prozesse hat, in denen man eben das irgendwie zusammen formuliert, dann müssen auch diese Prozeduren eben wieder der Abstimmung anheimgestellt werden. Und deswegen kommt man dann sozusagen von einem ins nächste und in so eine Schleife eben rein. Der zweite Grund, warum ich das nicht überzeugend finde, ist, weil nicht so ganz klar ist, wie lange diese Zustimmung eigentlich anhält und ob man die auch wieder zurückziehen kann. Und das führt dann, glaube ich, zum dritten Problem, was jetzt mit dem zweiten Problem auch zusammenhängt. Und zwar ist es eben so, dass es eine grundsätzliche Spannung gibt zwischen der Natur von vielen politischen, öffentlichen Problemen und dem Zustimmungsprinzip, also der Idee, dass man individuell sozusagen sich etwas unterwerfen kann. Weil eben bei vielen politischen Problemen oder bei Krisen es wichtig ist, dass die Handlung von vielen koordiniert wird. Ja? Und wenn man ein bestimmtes Gut dann herstellen will, dann reicht es nicht, wenn diejenigen, die sich sozusagen dem unterworfen haben, das auch machen und die anderen nicht. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Sicherheit im Straßenverkehr. Die kann wirklich nur hergestellt werden, wenn sich alle oder fast alle daran halten. Und dann kann das eben nicht funktionieren, wenn sich nur manche daran halten oder nicht. Und wahrscheinlich ist auch eine ganz gute Analogie in der Corona-Pandemie das Tragen von Masken. Also wenn das nur ein kleiner Prozentsatz oder nur eine bestimmte Anzahl von Leuten macht, dann hilft es nicht sozusagen, das Gut, was man am Ende haben möchte, zu erreichen. Sie halten es außerdem für verfehlt, die Zulässigkeit der Corona-Maßnahmen vor allem unter Fairness-Gesichtspunkten zu beurteilen. Was ist das Problem mit Fairness? Also das Fairness-Prinzip ist im Prinzip eigentlich ganz überzeugend, aber so wie das eben in der Literatur zur politischen Legitimität diskutiert wird, macht es, glaube ich, kann es jetzt solche Einschränkungen nicht erklären. Die Idee hinter dem Fairness-Prinzip ist zu sagen, es gibt ein bestimmtes Gut, woran ich oder woran jeder Bürger und jede Bürgerin ein Interesse hat, das zu haben. Und deswegen müssen wir uns an bestimmte Regeln halten, deswegen müssen wir unseren Teil dazu beitragen. Und der Staat kann uns dann eben zwingen, diesen Teil beizutragen, weil das wäre ja unfair, wenn ich das mache und du nicht. Und deswegen darf der Staat dich zwingen, auch deinen Teil beizutragen, weil sonst eben eine unfaire Verteilung der Kosten wäre.
Jetzt muss man aber als Liberale wahrscheinlich sagen, das ist doch eigentlich paternalistisch, weil wenn wir den Wert der Autonomie oder der Freiheit ernst nehmen, dann kann das natürlich nicht sein, dass selbst wenn etwas in meinem Interesse ist, mich der Staat dazu zwingen darf, dass ich sozusagen mich an bestimmte Regeln halte, um dieses Interesse zu bekommen. Und das beste Gegenargument stammt eigentlich von Robert Nozick, der da, glaube ich, eine ganz gute Intuition einfängt. Und ich habe das Beispiel von ihm so ein bisschen abgewandelt, um das jetzt sozusagen Corona-konform zu machen. Und die Idee ist, stellen Sie sich vor, dass Sie im Lockdown sind und alle Ihre Nachbarn veranstalten sozusagen jeden Abend einen Musikabend, spielen Musik oder spielen was auf dem Klavier vor, sodass Sie jeden Abend von jemand anders ein tolles Konzert bekommen. Ja? Und Sie finden das super und Sie genießen das auch und Sie hören sich das auch jedes Mal an. Und am 66. Abend wären jetzt eigentlich Sie dran. Und es wäre sicher fair, wenn Sie das machen würden, wenn Sie jetzt den anderen Nachbarn was vorspielen würden, also wenn Sie jetzt Ihren Beitrag zu diesem Musikabendreihe leisten würden. Und das wäre auch sicherlich sozusagen im Sinne der nachbarschaftlichen Wechselseitigkeit richtig und gut von Ihnen. Aber Ihre Nachbarn dürften Sie eigentlich nicht dazu zwingen. Ich glaube, das ist eine Intuition, die wir als Liberale ziemlich stark auch empfinden, dass wenn ich Vorteile von jemandem bekomme, die aber freiwillig gegeben werden, dass ich dann aber nicht von den anderen gezwungen werde, selbst wenn ich die genieße, eben auch meinen Beitrag dazu zu leisten. Ihrem eigenen Verständnis nach sind die Corona-Maßnahmen dennoch mit liberalen Prinzipien vereinbar, weil der Staat in der Pandemie als Samariter handelt. Was heißt das genau? Also dieses Samariter-Prinzip, was ich vorschlage, stammt von Christopher Wellman, der das so Ende der 90er Jahre entwickelt hat, und ist ein Prinzip der politischen Legitimität eben. Und die Idee ist eigentlich ziemlich intuitiv. Also wir haben alle eine moralische Pflicht, andere aus großer Not zu retten. Und das scheint auch ziemlich unstrittig. Fast alle, die ich kenne, würden dem, glaube ich, zustimmen. Und man müsste, glaube ich, schon einen großen Begründungsaufwand betreiben, um das irgendwie zu negieren. Jetzt ist aber das Problem bei vielen politischen Krisen zum Beispiel, dass es eben nicht ausreicht oder dass wir eigentlich nicht wissen, was wir tun müssen, um diese Pflicht zu erfüllen. Weil das Problem ist eben, dass unsere sozusagen die Pflichterfüllung, also das, was wir tun müssen, um diese Pflicht zu erfüllen, davon abhängt, was andere tun. Ja? Das heißt, wir brauchen einen Akteur, der diese Handlung von uns vielen koordiniert, um eben das Ziel, was wir haben, also zum Beispiel Sicherheit oder Gesundheit, zu erreichen. Also das ist sozusagen einfach ein Koordinationsproblem. Und jetzt ist mein Argument, dass der Staat eben diese Koordinationsfunktion übernimmt. Das heißt, dadurch, dass er Regeln erlässt, was jeder tun darf und was man nicht tun darf, oder dass man zum Beispiel Maske aufsetzen muss, wenn man einkaufen geht, dass er dadurch sozusagen diese Handlungskoordination übernimmt und dadurch auch unsere sozusagen spezifischen Pflichten, um unsere generelle moralische Pflicht zu erfüllen, definiert und eben auch durchsetzen kann. Ja? Also das heißt, einerseits sozusagen schafft er es, uns genau zu sagen, was wir tun müssen, um diese Pflicht zu erfüllen. Und das Zweite ist, dass er eben auch schafft, dass wir das auch alle tun, also dass er sozusagen diese Regeln durchsetzen kann. Und ja, eigentlich sind diese beiden Argumente, also dass wir einerseits eine moralische Pflicht haben, andere aus großer Not zu retten, und dass der Staat derjenige Akteur ist, der das besonders gut kann, aufgrund seiner Ressourcen, eigentlich schon alles, was man dann für so ein liberales Prinzip der Legitimität braucht.